Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icarus. Wieder mit dabei hier, der allseits bekannte, überall beliebte, manchmal zu viel quasselnde Kabox. Jo, hi. Danke für die schöne Einleitung. Und der Capo Sun ist heute mal mit dabei. Hallo, Capo. Moin, moin, möp, möp. Möp, möp macht er. Und wenn ihr ab und zu mal Vögel hört, das sind die Vögel von Capo, weil Capo hat nämlich einen Vogel. Also zwei Vögel, oder? Zwei? Hast du zwei oder ein? Insgesamt haben wir vier, zwei im Käfig und jeder einen im Kopf. Ah ja, okay. So, wir machen Mission Big Shot Hardcore. Wir hätten noch die normale machen können, aber wir machen die Hardcore. Da muss man quasi Tiere jagen und Trophäen herstellen und die Trophäen dann in die Kapsel packen. Ähnlich wie die andere Ressourcensammelmission, aber hier halt ein bisschen mit Jagen. Gleichzeitig bin ich noch mit meinem anderen Charakter, ich habe ja zwei, auf der anderen Mission, wie hieß sie denn vor Schreck? Wie hießen die? Ah, halt da, wo man halt die. Stockpile, auch irgendwas mit Stockpile, ne? Nee, ich glaube nicht. Station to Station. Ne? Station to Station, so hieß sie. Da müssen wir jetzt einfach mal 5 Stunden warten, bis die Radar-Dinger da die Sachen gemessen haben. Ritzli und Tex sind auf der Mission geblieben. Ich habe meinen Charakter da noch liegen, Gabax auch. Und wenn die 5 Stunden rum sind, joinen wir einfach wieder und machen die Mission fertig. Und in der Zwischenzeit habe ich gesagt, warte ich da jetzt nicht 5 Stunden und pimmel da rum, machen wir die nächste Mission mit einem anderen Charakter. Hat aber zur Folge, dass ich hier noch nicht die gute Ausrüstung habe und keine neue oder keine gute Rüstung und so weiter. Aber nicht so schlimm, Riverlands, das kriegen wir schon gebacken. Ist ja nur Hardcore. So. Ja, genau, hier seht ihr es nochmal. Ich habe mir die Wasserflasche nochmal gekauft und das Bewegungsmodul. Und habe jetzt auch keine Punkte mehr. Kannst du denn die Trophäenbank bauen? Ja. Weil ich kann die nicht. Ich habe mit dem Kaschar, glaube ich, sogar noch 40 Punkte offen oder so. Also. Weil mit dem Char bin ich erst Level 20, da bin ich jetzt noch nicht so weit. Deswegen. Nee, sollte klappen. Aber da machen wir quasi, ich mache quasi gerade 2 Missionen gleichzeitig. Ja. Lass mich mal. Wir haben für dich auch schon einen Char-Stack gebaut. Ah ja, stimmt, ihr seid schon ein bisschen vorher drauf. Wir haben schon ein bisschen vorbereitet, ja. Aber nicht viel. Ich komme auf die Dings, bin noch in der Kapsel, aber habe schon Sturmaussetzung, nur Shelter. Nein. Nehmt ihr euch Karotte raus? Die gibt einen ganz guten Ausdauer-Buff. Die gebratene, ne? Ja, ja. Ab. Also eine. So, was hast du? Trophäenbank? Dürfte ich eigentlich haben. Wo sind die bei Rang? So, warte, ich muss den mal eins teilen. Oder hier. Zwei? Zwei, glaube ich. Tier 2, ja. Das zweite Tier. Hm. Wo ist denn die? Die ist da. Wenn ja, ich hab's. Okay. So, Stockstein. Ich muss erstmal mehr Pfeile herstellen. Rot habt ihr schon mal markiert. So, jetzt los, Leute. Wieder mal anfangs equippen. Diesmal mit nicht ganz so guter Ausrüstung, aber der Char war ja auch relativ gut equipped, aufgelevelt. Außer, dass ich 6 Punkte in Solo versenkt habe. Deswegen habe ich mir eigentlich nur 9 gemacht. Ach, das ist jetzt dein Alter? Ja, das ist mein Alter jetzt. Ah, dein eigentlich ursprünglicher Haupt. Genau, mein eigentlicher ursprünglicher. Okay. Es lohnt sich tatsächlich dann noch 1-2 Charaktere zu haben. Ja, definitiv. Aber auch nur, wenn man Multiplayer spielt. Finde ich. Im Solo jedes Mal neu hochleveln, ja, ist schwierig. Aber. Also ich habe tatsächlich den Charakter hier, habe ich mehr auf Solo-Play, aber ich habe trotzdem nicht in Solo-Baum geskillt. Weil eben genau für sowas, wenn ich mal Multiplayer spielen will, ist halt der Solo-Baum, finde ich, komplett useless. Naja. Finde ich, kann man nur machen, wenn man wirklich weiß, dass man mit dem Charakter ausschließlich Solo spielt. Ja. Das Einzige, was ich noch mal Solo geskillt habe, ist hier Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ich mal Bloomruns mache. Wo ich gerade wegen Solo und Multiplayer nochmal, ich will nochmal darauf hinweisen, für die Leute, die jetzt vielleicht neu auf YouTube einschalten, auf dem Discord habt ihr den Raum Suche Mitspieler. Da sind andauernd Leute im Discord, einfach mal reinschreiben oder sogar einfach in die Laberecke dazu joinen und fragen, ob ihr mitmachen könnt. Jetzt in letzter Zeit posten noch ganz viele, ey, ich bin bei der und der Mission, ich bräuchte noch Hilfe oder hey, ich habe jetzt so und so weit vorgebaut, möchte jemand noch mitspielen oder hey, ich habe die Mission sogar fertig, möchte jemand kurz joinen, um sich die Punkte absahen. Also ihr müsst nicht alleine spielen. Ich sehe es so oft in den Kommentaren, oh, ich spiele leider alleine, ich habe keinen. Wir haben im Discord, ich leg meine Hand ins Feuer, sind so viele von den Jungs, die sehr, sehr sympathisch und hilfsbereit sind. Grüße gehen mal raus. Ich will jetzt keine Namen nennen, sonst vergesse ich jemanden, aber die aktuell immer in Laberecken beim Discord-Bereich sind, ganz sympathische junge und auch ältere Leutchens, gerne einfach mal probieren und dann spielt ihr nicht alleine. Und gerade Hardcore-Missionen
wenn ihr da sterbt und euer Charakter weg ist, wäre halt schon sehr ärgerlich. Deswegen gerne ausnutzen, ab in Discord. Link findet ihr direkt unter dem Video, also keine Scheu. Die beißen alle nicht. Ich habe die auch alle, ich habe sie alle getestet. Hab auch schon mit den Jungs gespielt. Alle prima Typen und von daher. Genau. So. Was wolltet ihr noch sagen? Hast du eine Rüstung schon? Hast du dir eine Fasernrüstung gebaut wenigstens? Nö. Dann mach das mal, weil dann bist du schneller. Kann ich dir bauen, wenn du mir 400 Fiber gibst. Ja, warte, ich hab Fiber. Dann kann ich sie dir auch gleich bauen, oder? Oder willst du das machen wegen Content? Achso, nee, ich crafte mir eh eine. Content ist schon, also. Ich baue dir eine. Rüstungsbau-Content. Ich habe eine crafte, ich packe sie dir in die Werkbank. Wie ungewohnt, dass man jetzt wieder hier. Man gewöhnt sich halt so an seine. Rüstung. Ausrüstung. Und Charaktere. Tja. Oh, oh. Mein Charakter ist mein Zweitcharakter und ist komplett ausgestattet. Habt ihr nicht gesagt, man findet keine Tiere? Also da sehe ich einen Bär, da sehe ich. Ich habe gerade keine gefunden. Ein Büffel, da ist noch ein Büffel. Aber kommt ihr mal bitte zur Hütte wegen Schlafen? Jetzt lass ich mir ganz kurz die Rüstung fertig machen. Auf Beine und Füße, oder? Beine und Füße. So. Oh, Lull, Befehlen 38 Fiber. Ja, hast du hier. Wenn du hast du mal markiert, kommst. Die Hütte, oder? Achso, da wo ich bin. Ja, oder? Füße. Ich überlege gerade, halt, nochmal Pfeile. Soll ich den einen Bären, wenn ich jetzt schon einmal gefunden habe und die Leute sagen, man findet so schlecht Bären, soll ich den gleich mal. Meinst du, schaffst du? Ja, easy. Aber ich überlege gerade im Dunkeln. Und gleich höre ich nur so, könnt ihr mich bitte aufheben? Nee, im Dunkeln ist halt scheiße. Ja, warte, ich komme. Nee, wenn du zu zweit kannst du nicht machen. Hast du ausgerüstet? Zu zweit kannst du nicht machen, dann geht er wieder nur auf dich. Aber warte mal, ich guck mal, ich brauch echt Fasern, dass mir hier Fasern fehlen, das ist mir ja noch nie passiert. So, warte mal. Ist einfach nur dunkel. Ja, obwohl im Dunkeln mache ich es nicht, aber ich könnte mir mal markieren, wo der rumstreift. Wobei, wenn wir schlafen, ob die Spawns sich dann ändern? Weiß ich gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Bin nie drauf geachtet. So. Alte Schlachtschiffe? Was? Ja, alte Schlachtschiffe. In der Laberecke von Egerus sitzen Herren über 27. Hey, da sitzen teilweise 50-Jährige, aber ich finde das halt ganz angenehm, ja, weil. Das meint er ja. So. Weil. Hast halt niemanden, der so übelst rumschreit und. Also, sind alle erfahrene so, wo Menschen. Wo seid ihr denn jetzt? Sag ich mal, wo bist du denn? Rechts von mir oder was? Nee, links von mir. Ich sage immer lieber erfahren anstatt alt. Weil alt ist man immer noch so, wie man sich fühlt. Da ist noch ein Bär, glaube ich. Ne, ist ein Hirsch, glaube ich, oder? Irgendwas schwimmt da. Ah, Hirsch. Ja, ah, Hirsch ist das. Wo sind denn eigentlich meine Bären? Ich habe doch hier gar keine Ausdauer. Aber man merkt tatsächlich, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass man sehr die Unterschiede merkt von den Charakteren. Die Skillung, die merkt man dann doch schon. Übel. Ja. Also Jungs, wir müssen uns beeilen, wa? Wir haben jetzt ja gerade eine Vorhersage auf Twitch. Schaffen Sie die Mission in 2 Stunden? Ja, denke ich. Eigentlich ist das ja nur Jagen und Trophäen herstellen. Die hat auch im Discord gepostet, dass er die, glaube ich, halbe Stunde oder wie das hast du geschrieben gehabt? Ich glaube, ne? Achso, ich habe ja gar keinen. Habt ihr Fleisch für mich? Ja, perfekt. 8 Stück, die nehme ich mir mal raus. Ja, alles vorbereitet. Ach, ich habe gar keinen Nahrungslot. Ja, weil du den Anzug nicht hast. Und getrunken habe ich auch noch nichts. Warte, ich hole mal kurz Wasser und dann können wir schlafen. Jo, bin ready. Ah nee, halbe Stunde hat er nicht geschrieben, okay. Können wir schlafen. Jo. Liegst du halt bei meinem Bett? Ich habe ganz rechts den jetzt geclaimed. Ja, ja, das war meiner. Hallo Deba, Grüße. Ach shit, das Lagerfeuer. Nee, warte. Was heißt denn IMW? Habt ihr jetzt geschlafen? Nee, habt ihr nicht. Was denn jetzt? Nee. Einer liegt da nicht. Ah, jetzt. Ich habe jetzt den rechts geclaimed. Dann claimt mal nochmal dann. Ja, dann claim ich jetzt den in der Mitte, weil du meinen geclaimed hast. Ja, dann claim ich den links. Ich habe ja gar keine. Ich wollte jetzt gerade meine Flasche auffüllen. Mein weg. Eigentlich tatsächlich, Gabax, habe ich den rechts hingesetzt. Echt? Und geclaimed. Ja. Oh, sorry. So, jetzt wollen wir Trophäenbank, also Häutungsbank. Ich brauche noch 12 Steine. Hat jemand 12 Steine? Ja, nee, aber hol ich dir eben schnell. Habt ihr nicht im Inventar? Was ist denn mit euch los? Nein. Ja, wir. Klamotten waren wichtiger. Also die Flasche. Wie gesagt, ich hab. Wenn du. Also ich hab so gemacht, dass ich extra in meinem Account, den ich mit euch spiele, den Hauptaccount, dass ich immer genug Punkte übrig lasse. Oh, ich hab ganz viele. Jetzt muss ich aber mal dämlich fragen. Ihr habt gesagt, wir brauchen Büffel und wir brauchen Bären. Was sollen wir damit machen?
Trophäen herstellen geht ja nicht. Du kriegst ja, doch von. Kriegst doch von dem Bären keinen Kopf oder irgendwas. Doch, du musst die in die Werkbank reinlegen. Ja, aber Bären kannst du nicht tragen, weil die schwer sind. Ach so. Gibt's dafür nicht eine Skillung? Uff. Dass du schwere Tiere tragen kannst? Weiß es nicht. Werden wir wohl sehen, ne? Mittelgroße Tiere in der Nähe werden beim Ziel markiert. Große Tiere in der Nähe werden beim Ziel markiert. Ach, das Trophäenwerkzeug muss man machen. Wo ist das denn? Unter Tier 2, ja, das gibt's. Das ist unter Tier 2, glaube ich, was? Muss jetzt mal selber gucken. Das haben wir nie gecraftet, weil wir es nie brauchten, das Werkzeug. Tier 2 und dann unter der Schaufel. Ich kann das nicht freischalten. Abs. Neben der Eisensichel. Abs. Ach, da brauchen wir Eisen. Okay, dann müssen wir eh Schmelze bauen und so. Ja, habe ich gerade gebaut. Perfekt, dann brauchen wir Eisen. Hey, warte mal, wo baust du das denn? Ach, wahrscheinlich auch in der Repetierbank, oder was? Amboss. So, Häutungsbank habe ich. Im Amboss baust du es. Okay. Der ist sogar 15% schneller, der Schmelzofen. Das habe ich geskillt. Fand nice. Ich cool. Das stimmt aber nicht, Sumo. Das stimmt aber nicht. Ihr immer alle gegen mich seid. Ohne Gavax ist Chris aufgeschmissen. Dankeschön, ja, das musst du jetzt auch nochmal laut vorlesen. War das ist ja eine YouTube-Folge zu hören ist. Ich hab's extra nicht vorgelesen. Ja, ansonsten musst du es rauskappen. Und dann, Fleisch. Ach nee, hä? Was? Zebra-Kadaver? Achso, das ist das, was man rauskriegt, stimmt. Hier sind halt, also manche Sachen, gebe ich auch zu, hier so wie die Häutungsbank, die habe ich, ich weiß noch nicht, die benutzt habe, das erste Beta-Wochenende, da habe ich die benutzt, ansonsten nie wieder. Und man kann ja auch nicht alles im Kopf haben. So, hier hinten war ein Bär, habt ihr das Messer? Ah ne, wir brauchen eine Höhle, wo haben wir denn eine Höhle? Ja, ich habe markiert. Ah, ja, stimmt, die kenne ich sogar noch. Rott, ja, das habe ich. Hast du denn Eisenwerkzeuge, also die gekauften Werkzeuge? Ja, die blauen, aber die müssten trotzdem gehen, glaube ich. Ja, die habe ich auch, die reichen. Ich habe die andere Spitzhacke. Ah, die gute? Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt heißt, oder? Also die rote, ne? Oder blaue? Dong. Ja, genau. Dann bau du das ab, weil dann kriegst du mehr raus. Aber nur Dong. Ding Dong. Ja, der reicht halt so. Dann kümmere ich mich um die Würmer. Chris guckt zu. Trophäenbank braucht ihr nicht, Häutungsbank. Ach so. Ja, wo ist die denn? Ja klar, Trophäen, habe ich doch gesagt. Ich habe Häutungsbank gebaut. Nee, die Häutungsbank kann ich auch. Und die Trophäenbank, die baust du auch da unter rechts, ja. Unter der Reparaturbank. Machen wir denn gleich. Hoppala. Hat er wieder nicht richtig zugehört. Ich dachte, na, weil manchmal heißen die anders im Dings. Weißt du, was ich meine? Da ist das noch nicht richtig übersetzt, das hatte ich auch schon. Ja. Sturmaussetzung. Auch eine tolle Übersetzung. Na, weil du dem Sturm ausgesetzt bist, ist doch ganz klar. Ja, das sagt man ja so nicht. Und dann würde sie eher sagen, keine Ahnung, sowas wie Sturmmalus oder so, oder. Ach ja, da finde ich aber Sturmaussetzung besser. Nein, oder Auswirkungen oder so. Oder Belastung. Sturmeinflüsse würde ich cool finden. Oder Einflüsse, genau. Macht deutlich mehr Sinn. Soll ich jetzt weiterhacken oder warum? Pass auf, nächster Patch heißt es Sturmeinflüsse. Ja, genau. Also dann haben wir den ultimativen Beweis, Leute, dass hier nicht nur Twitch-Mitarbeiter im Chat sind, sondern auch Icarus-Mitarbeiter. Vielleicht, das ist ja Dev, vielleicht ist er ja nicht nur Twitch-Mitarbeiter, sondern gleichzeitig Icarus-Mitarbeiter. Ja, klar. Hat einer von euch eine Fackel, dass wir ein bisschen was sehen da drin? Ich sehe auch so, ich habe den Schatten ausgestellt. Ist Gold. Warte, Vorsicht, rechts. Hinter dir, hallo? Nein, er nimmt das Messer nicht, nun. Alter, wie viele sind hier denn? Ja. Ich stelle mich gerne zur Verfügung. Alter, wie viel halten die aus? Ja, Alter. Hat er, ne? Ja, ja. Weil wie viele das sind, ich sterbe. Ich sterbe. Ja, dann geh zur Seite. Hallo, lass ihn doch mal abschießen. Ich kann ihn nicht abschießen, wenn du davor stehst. Wann habt ihr euch eigentlich angewöhnt, die Scheiße mit den Bögen zu machen? Weil das viel besser ist, weil du dann diesen Schüssen ausweichen kannst. Also ich kann die folgen mir immer, euch sterbe. Nee, gib um. Die folgen. Oh, warte mal. Ja, dann ess was. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte noch 2 Sekunden, hab aber gegen gegessen. Ja, perfekt. Das war. Brauchst du noch ein bisschen Fleisch? Was wollen wir jetzt? Eisen, oder was? Brauchst du jetzt noch Fleisch? Nee, ich hab noch 5, alles gut. Warte mal, machen wir hier. Eisen, ja. Nein, nicht du hacken, nur er. Hey, warum? Weil er hat die bessere Spitzhacke, wo er mehr Ertrag kriegt. 125, oder? Wie viel kriegst du?
125 plus nochmal 10% Ertrag durch Abbau. Ja, und wir haben nur 115. Ja, aber wir haben noch genug, Gavax. Die ganze Höhle ist voll. Okay, ja. Oder mach ich, geh mal hier hoch. Also ihr habt tatsächlich mit dem Charakter auch wieder gelernt, das mit dem Holz, ne? Mit dem Sofortholz abbauen und mit dem Gewicht tragen und mehr Chance, 1% auch Stein abzubauen. Ich finde, das sind Sachen, die kann man theoretisch mit jedem Charakter lernen. Ja. Also das mit dem Stein vielleicht nicht, aber auf jeden Fall mit dem Holz. Also ich weiß nicht, das brauche ich jedes Mal gefühlt. Weil ich kriege echt einen Schreikrampf, wenn das nicht geht, ne? Also wenn ich jedes Mal die Hölzer nochmal zerhacken muss und aufsammeln muss, anstrengend. Boah, ich sehe halt gar nichts. Habt ihr keine Fackeln? Nee, hab ich jetzt nicht. Mach mal hier rechts. Aber wir haben doch schon genug, glaube ich, oder? Also. Nein, wir brauchen für den Amboss brauchen wir 40 Barren. Also 80 Erz. Plus okay, nochmal. No Prilule, Lule. Ich sprich mal das dann aus. Die Lungenkrankheit. Ja, ich auch schon. Echt? Was? Das ist echt selten. Sei froh, dass es. Ich finde das so heftig. Ich habe gerade schon mal nochmal YouTube-Kommentare gecheckt. Also, wie viele Leute da uns für dumm verkaufen. Obwohl in der Mitte des Videos steht, Leute, vor dem Patch war das noch nicht so. Deswegen haben wir uns darauf verlassen. Es ist richtig heftig. Ach, du meinst, wo die weggeklatscht wurde? Na, dass wir halt nur eine Holzbase hatten, anstatt eine Steinbase. So. Brauchtest vor dem Patch damals, das war vor Weihnachten. Brauchtest du noch kein. Warum haust du nicht ich zu? Ich kann den nicht abbauen. Komm, ach, wegen Wasser oder was? Warte mal. Ja, wegen Wasser, ne? Ja, nimm mal kurz meine Pike hier, die liegt hier vor mir. Alles gut, wir haben hier genug Eisen. Ja, nimm hin. Dann ja, gut. Wir haben tatsächlich 10%. Aktuell genug Eisen, hat er recht. Nee, aber das war halt vor dem Patch nicht so, dass du Stein brauchtest. Stein war immer useless. Das heißt, wundert euch doch nicht, dass wir da eine Holzbase haben. Da sind alle wieder. Wo ist das Vieh? Klugscheißerisch. Ah, das ist, glaube ich, im Felsen. Ja, ja, das ist. Ja. Weiß nicht, ob das noch keiner gemeldet hat. Aro! Das schießt das trotzdem. Schießt Vorsicht, durch die Wand. Ja, Vorsicht. Das habe ich schon. Oh Mann. Aber wie die Leute dann immer gleich so dich für dumm verkaufen. Nee, hey, ihr könnt ja gar nichts. Hm, wie lange, sag mal Leute, wie lange spielt ihr Ikarus? Da denke ich mir, Alter. Ja, wir spielen es schon so lange, dass schon 1000 Patches draus sind und die gehoben wurden. Das ist wie wenn du ein Tutorial machst und sich was ändert. Und die dann alle gleich wieder rumhacken. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ja gut, bei Tutorials kann man fairerweise dann nochmal vorne das irgendwie schreiben. Oder wenn es ein Tutorial ist, wo es nur darum geht, dann kann man das auch wieder runternehmen, privat. Das habe ich auch die Lungenscheiße. Lass mal noch. Aber wenn das innerhalb einer Folge ist, wo das nur nebenbei ist, sozusagen, finde ich es. Warum zum Teufel läuft. Du schießt ihn an und mich greift er an. Und ich habe ja auch noch mit angeschossen. Dankeschön, jetzt habe ich Schaden. Ja, sorry. Das Problem ist, ich bin ein bisschen angeschlagen wegen dem scheiß Wurm da. Achso, du meinst, der mich durch die Wand angeschossen hat. Du meinst, die Sauerstoffflasche da bauen? Ach. Oh, ich pack mir Oxid ins Inventar und fertig. Gemacht. Dann kannst die du mir. Ich hab die gar nicht gelernt, glaube ich. Die soll ich Leder? Gerne bauen? Ja, wenn du hast, gerne. Ja, klar, baue ich den. Dann lass mal zurück wegen Eisen schmelzen und dann. Nee, aber das ist halt immer so dieses typische, oh, ich könnte das viel besser als die, was das für eine Scheiße. Das regt mich schon mal übelst auf, Alter. Zumal es noch dasteht. Ich habe jetzt einfach nur als Antwort geschrieben, hast du die Mitte des Videos gesehen? Habe ich nur als Antwort gefragt. Ich wäre dann immer auch nicht das mit dem, so wo du böse werden. Geantwortet hast, man merkt, dass du nicht die andere Folge geguckt hast. Ich weiß gar nicht mehr, was er. Da hat er mittendrin random irgendeine Folge irgendwas kommentiert und man hat halt gemerkt, der guckt die anderen Folgen nicht. Naja, aber ich will ja auch immer lieb und nett bleiben. Ich habe deine YouTube-Videos die Mission geschafft. Welche? Na, wo man den Berg da hochbauen musste. Ach so. Das. Ne Gämse, guck mal, die säuft. Ja, siehst du, also bring die doch mal was. Da haben ja auch ein paar geschrieben, dass sie so übelst lange schon Ikarus spielen und bei uns immer noch was lernen. Ja, es wird ja auch nichts erklärt in einem Spiel. Also. Er schießt natürlich immer das Rekitz ab. Das ist. Hi, Berliner. Egal, lass euch liegen. Hallo, Berliner, Grüße. Deshalb immer Twitch schauen.
Doch, habe ich gesehen, Chris. Was denn? Was hast du gesehen? Was war das bezogen? So, jetzt nochmal. Das heißt, die Bank brauchen wir nicht. Das heißt, die reiße ich wieder ab. Lass die mal stehen. Warum? Ich brauche den Platz. Ach so, ja, okay, dann. Und jetzt dann brauchen wir. Trophäenbank. Zimmermannsbank. Arbeitungsbank. Hast du die gelernt? Wo baut man die Kack-Trophäenbank denn? Da. Die baut man. Zwei Eisenbahnen. Zwei Eisenbahnen. Zwei, warte, haben wir gleich. Und zwölf Seile. Zwei haben wir schon. Zwölf Seile stelle ich mal her. Ich leg dir die Barren rein, bitteschön. Jawohl. Achso. Die Steine raus. Haben wir Kupfer? Wir brauchen 50 Kupfernägel. Ja, schmilzt. 50? Mhm. Okay, warte, dann stelle ich das mal kurz ein, dass er das schmelzen soll. Kann man das einstellen, was er zuerst schmelzen soll? Nee, du musst kurz die Sachen rausnehmen, nur Kupfer reinpacken und dann kannst du den Rest wieder reinmachen. Wusstest du, dass du mit STRG Shift alles wechselt vom selben Typen gleich verschieben kannst? STRG Shift? Ja, siehst du, er wechselt. Meine ich doch, der macht nur einen Kupferbarren dann. STRG Shift? Hä? Okay. Ah, okay, das ist nice. Wusste ich auch noch nicht. Leute, STRG Shift kann man alles mit einmal rüber. Pass auf, STRG Shift. Drück auf Holz. Das ist nice. Feier ich. Achso, von einem Material. Ja, das weiß ich doch. Nee, das wusste ich nicht. Hä? Natürlich, das haben wir doch sogar in irgendeiner Folge mal gesagt. Hä, dass du alles komplett mit einmal? Nö. Na ja, also dieselbe Ressource, ja. Kapo, hattest du mir jetzt ein Dings gebaut? Oder war es kann sogar sein, dass es in der Beta ist. Achso, nee, mal gesagt warte. Hab ich vergessen. Kann gerne mal gleich hier reinpacken. Im ja, dann muss ich kurz was jagen gehen, weil Knochen. Ich wusste auch nicht, dass man winken kann. Wo war das, auf Plus oder so? Ja. Kannst du das Eisen mal eben kurz nehmen, damit das Kupfer da in Ruhe. Ich? Ja. Das ist schon draußen. Das Kupfer brennt jetzt. Ja, ja, aber ich hab hier noch das Eisen. So, dass jetzt soll eine Werkbank packen können. Ja, da war ja kein Platz mehr. Ja, warte, dann baue ich mal eine Kiste. Einen Moment. Ich hab hier auch noch Eisen, hab ich mal reingepackt. So, was brauchen wir noch hier? Kupfernägel. Aber ich denke mal nicht, dass wir jetzt so viel Platz brauchen, ne? Falls doch, könnte ich die Kiste auch bauen. Ich habe geskillt, dass ich da jetzt schon Amboss mehr drin habe. Nee. Echt, du hast mehr? Ja, dann mach das. Ja, Max? Ja, warte, dann komme ich nochmal zurück. Was denn? Hast du. Ach so, ja, stimmt, du hast den Perk, dass man in Kisten mehr Slots hat, richtig? Ja, habt ihr jetzt schon Amboss? Nee. Und bei der Schmiede. Nein, Amboss, da brauchen wir 40 Barren. Scheiße, das Eisen reicht nicht. Das Kupfer, doch, das Eisen habe ich genug dabei. Das Kupfer wird nicht reichen, wenn wir 40 Barren brauchen, meinst du, ne? Nee, nicht Barren, Nägel. Du kriegst immer 10 aus einem Barren. Ach so, Nägel, ja, Kupfernägel ist viel. Haben wir doch schon. Also Kupfer ja, haben wir genug. Deswegen, aber wir brauchen jetzt den Amboss erst noch. Dafür, ich lege das Eisen jetzt rein, das schmilzt jetzt. Schmelzt mal kurz jetzt warten. Achso, dann können wir aber logischerweise noch nicht. Können wir auch nur im Amboss machen, scheiße, stimmt. Das Trophäenmesser. Wer jetzt ja, Bären töten, da drüben ist einer, der provoziert mich die ganze Zeit. Der zwinkert mir zu. Der sagt so, komm doch, komm doch. Würde es mich eh nicht. Hinter dir. Wieso haben wir hier eigentlich. Hat jemand mal. Weil die Vögel. Hat jemand mal eine Rampe gebaut? Warum habt ihr noch keine Rampe? Eine Rampe? Nö. Jedes Mal springen, um reinzugehen. Ich bitte dich. Wir sind doch hier. Zitiere. Wie lange spielt ihr nochmal Icarus? Noch nicht lange noch, scheinbar. Aber also sowas nehme ich auch persönlich. Leute mit den Vögeln, ne? Nein, alles gut. Hey, alles gut. Ich höre dich, also ich habe dich jetzt das erste Mal gehört. Okay. Wie gesagt, wenn es stören sollte, einfach Bescheid sagen. Machen wir hier noch. Fleisch. Nö, bin ich von Freaky gewohnt, alles gut. Frage, habt ihr schon durch Nahrung kochen, also Kuchen, eingekochte Beeren und so weiter gemacht, um mehr Leistung zu bekommen? Hackeball ja, haben wir, alles schon ausprobiert. Doch, hä? Also Obstkuchen lohnt sich mega. Nein, aber in der Zeit der Mission lohnt sich das hier nicht. Also hier jetzt lohnt sich das nicht. Ja, ne? Und viele Missionen, da lohnt sich das halt nicht. Muss ja echt warten, bis das die Mission gar nicht so lange geht. Ich hab doch da gerade reingeguckt, da waren 4 Stück fertig. Ja, das du hast nach mir reingeguckt. Zero, Amboss. Amboss, Zero. Ich den hin, hier in die Ecke. So, Kupfernägel. Was hab ich gesagt? 50, wa? Ja, und Eisen brauchst du dann ja auch für die Trophäenbank, glaube ich, ne? Gar nicht, brauchst du Barren dafür? Oder was brauchst du? 2 Eisenbahnen. Oder? Ja, packe ich dir rein. Kannst du alles jetzt erstmal basteln. Kapo, warum hast du dein Messer gezückt? Willst du mir irgendwas sagen?
Wir brauchen jetzt noch Eisenbarren. Wenn jeder eins macht, brauchen wir. Was einmachen? Also diese Trophäen, dieses Trophäenmesser, brauchen wir 18 Eisenbarren und 6 Nägel, Eisennägel. Okay, also Eisenbarren sind jetzt 12 drin. Die Trophäenbank selber hast du. Die craftet gerade. Hm. Echt, so viel Eisen brauchst du dafür, für diese Teile? Hm. 6 Eisen. Alter Schwede. Da frage ich mich, wo wird das Eisen verbaut in dem kleinen Teil? Warte mal. Geh mal ein Stück zurück, bitte. Wäre ich? Nee, du nicht. So, ich da können wir dann die Köpfe machen hier, ja, okay. Okay, und was brauchen wir, um das zu craften? Stöcker. Oh, ist ja easy. Ehrenkupf. Genau, die Messer. Also Eisennägel, hat das schon einer gemacht? Nö. Zack. Nee, ich habe die da erstmal nur reingelegt. Sehr gut, Kabak, sehr gut. Du willst Holz. Es ja immer craften. Holz! Soll ich uns hab gleich einen Reparaturhammer bauen aus Eisen? Ich habe schon einen. Aus Eisen? Der Eisen finde ich. Was, aus Eisen? Der ist super. Bisschen too much. Naja, haben wir noch Eisen übrig? Ja, doch, wir haben genug Eisen übrig. Ich denke schon, dass wir genug Eisen haben. Aber bau erstmal die Trophäenmesser. So, 20 Barren sind drin. 3 Stück craften. Nochmal welche craften, ja. Hast du schon einen oder noch keinen? Was ich meinst du? Ich hab einen rausgenommen. Ja, ja. Kapo seins ist noch drin. Okay. Ansonsten sind wir fertig, wa? Kann ich jetzt endlich los und Tiere töten? Ja. Chance beim Häuten Kreaturtrophäen zu erhalten. 100%. Ah ja. Krass. Okay. Aber theoretisch bräuchten wir da nicht jeder einen, aber naja, gut. Ja, doch. Theoretisch hätte wir können ja getrennt los, oder? Also. Würde ich sowieso machen bei Bären. Jo, alles klar. Bis gleich. Hast du jetzt. Wir müssen zur Markierung auf der Map. Ich würde auch alles mitnehmen, ehrlich gesagt. Also die Hütte zumindest. Hä? Nee, lass doch erstmal zur Markierung gehen und gucken, was passiert. Achso, du meinst, ja, vielleicht können wir dann auf dem Weg zur Kapsel die Köpfe mitnehmen und dann hier einfach die Dinger craften. Eben. Können wir mal gucken, wie viel brauchst du immer nur einen Kopf, richtig? Ja. Verstehst du. Deswegen theoretisch Stöcker hätten wir gar nicht jeder ein Messer gebraucht. Aber egal, jetzt haben wir es. Ich würde getrennt einfach loslaufen, quasi auf dem Rückweg quasi, ein bisschen aufsplitten und dann. Was ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit. Also ich krieg keinen Bären alleine hin, das sag ich dir so. Sogar was. Nee. Du musst immer nur an dem vorbeilaufen. Ja, das Problem ist aber, wenn man so wenig FPS hat, wenn man das gleichzeitig hostet, dann ist das echt schwierig. By the way, in der Mission lohnt sich das Buff Food machen. Absolut. Wieso? Also, jetzt mal wirklich, warum? Ja, weil man dann mehr Leben hat und so, denke ich, und mehr Ausdauer. Soll ich dir gleich, wie die Bären nackig mache? Muss also Sturm abwarten, wie immer. Ach so, ja. Sind Missionen erfolgreich, machen Firmen wieder Plus. Also auf in deine Kapsel und willkommen auf Icarus. Das hier ist kein Spaß, das ist Überleben. Du musst deinem Instinkt vertrauen auf einen fremden Planeten. Hoffen und beten, dass du's nie wieder musst. Dein Leben riskieren,